Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Meteor Pictures Gaming zu World of Subwest 2. Wir sehen hier schon, ich bin im Menü. Hier ist es nochmal ein bisschen komplizierter. Ich hoffe, man kann es hier irgendwie nachträglich aufrufen. Ich weiß ja noch nicht, wie viel es. Also, ich bin auch noch nicht ganz so zuversichtlich, dass dieses Spiel wirklich besser ist als World of Subwest 1. Insofern, weil. Also World of Subways 1 war unter 1 Gigabyte groß, 900 irgendwas Megabyte. Das hier sind 700 irgendwas Megabyte. Umfang verringert, allerdings nicht, was die Schalter und so angeht, denn Hilfe. Bitte. Kann man das noch nachträglich aufrufen? Okay. Armaturenbeleuchtung. P. Fahrsperre. Q. Was? Tabulator, okay. Fahrtaste drücken, leer. Das war wahrscheinlich der Tonmann-Knopf oder Scanner. Fahrschalter vor. Oder okay, deswegen ist noch gleich. Geschwindigkeitsvorwahl. Ach, cool. Das gefällt mir. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Cool. Das ist cool. Ah, 7 und 9 sind jetzt Türen. Macht es Türen schließen. Einsteigen bitte ist die 4. Ausstieg links, Ausstieg rechts. Zurückbleiben bitte. Nächster Halt. Alle aussteigen bitte. Okay, warte. Oh Gott. Türen schließen ist. Das ist es, das macht noch Sinn so. Einsteigen bitte ist 4. Okay. Ausstieg links ist 1. Ausstieg rechts ist 2. Zurückbleiben bitte ist 6. 5 ist nächster Halt. Alle aussteigen bitte ist 3. Signalhorn ist hart. Das macht Sinn. Rechts. Scheinwerfer an aus L. Okay. Sandstrahl U. Okay. Fischerstörung links, rechts. Okay. Das wird ganz einfach. Das wird jetzt der Bindestrich. So. Ich mache das als jetzt ein bisschen anders. Genauso wie das. Obwohl das mit den Türen ist noch eigentlich ganz. Ja, ich glaube, das kriege ich auf die Reihe vielleicht dann doch. Boah, nein, das ist vielleicht doch nicht so gut. Warum kann es nicht einfach W sein? Fahrerstandbeleuchtung Y, okay. Fahrgastraumbeleuchtung X. Freigabe rückwärts. Okay. Funkspruch. Also, machen wir auch wieder hier auf die Taste. Aha. Das war auf C. Taschenlampe F. RT. Ah, okay. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Ach, Mist, das wie. Klar. Sehr schön. Das heißt, wir machen das mal kurz wieder auf. Das. Sagen okay. Und jetzt sind wir einfach mal gespannt. Was das Spiel uns bietet. Ich habe die Grafik schon hochgestellt.
Audio habe ich schon mal runtergedreht, weil wir ja schon wissen, dass ein bisschen, ne? Hier so. Wir schauen uns auch hier erstmal den Fuhrpark an. Wir haben die F90. So. Oh, ist sehr schick hier. Das ist die F90. Das ist die alte Berliner U-Bahn. Sie ist gar nicht so alt. Die ist auf jeden Fall noch in Betrieb. Das sind sogar. Also ich will mal behaupten, es sind auch noch ältere in Berlin in Betrieb. So oft war ich noch nicht in Berlin, deshalb kann ich jetzt, also bin vor allem noch nicht so oft in Berlin U-Bahn gefahren, deshalb kann ich das nicht so genau sagen. Aber das wäre erstmal der, okay. Ach, die sind dann immer, es sind immer zwei festgekoppelt, okay. Sind die mit, dass man da auch durchgehen kann? Nee, das nicht. Okay, ich weiß noch, sind das diese alten? Nee, das sind noch nicht mal die. Also es gibt noch welche, die gehen schräg an der Seite runter. Die sind sehr flach auf jeden Fall. Es könnten sogar die hier sein, die richtig flachen. Das erinnere ich mich von den U-Bahnen aus Berlin, dass die alten sehr flach sind. Okay, das waren einmal die. Ja, man kann in die Opto. Oh, ich freue mich ja so. So. Fuhrpark. Und jetzt die H01. Das ist die neue. Die Farbe sieht ja hier gerade gruselig aus. So, das ist aber jetzt hier die neue hier. Die ist, finde ich, noch wesentlich schicker. Hier sieht es gerade zwar texturenmäßig ein bisschen billig aus, aber die ist hier, ne? Da. Die bietet ein bisschen mehr hier an, ja, an was auch immer. Da bei der kann man noch durchgehen hier. Sogar. Hat die Sitzbänke hauptsächlich seitlich. Hatte die New Yorker U-Bahn ja, glaube ich, auch. In New York ist das ja so gang und gäbe. Ich weiß nicht, ob es generell in den USA so gang und gäbe ist mit den. Sitzbänken seitlich, bei uns in Deutschland ja generell eher nicht so. Also bei uns sind die halt ja eher. Wie soll man das nennen? In den Raum reinragend, seitlich, also so halt, ne? In und gegen die Fahrtrichtung, die Sitzplätze. So, erstellen ein Profil, TH. Aufgabe starten oder Fahrplan stellen. Oho, erstellen wir uns mal einen Fahrplan. Komm. Erstmal hier so was ganz Banales. Wir fangen um ganz gechillt um 7:15 Uhr an. Rathaus Spandau, Rudolf. Ja, komm. Zugauswahl, die alte oder die neue. Wir fangen mal an mit der alten U-Bahn. Details. Ach, da könnt ihr es nochmal genau sehen. Starten wir erstmal. Ah. Jetzt nochmal, Fraps läuft, ne? Gut, eben lief es nämlich sogar im Grunde nicht. So, wir sind jetzt hier, wir sind gerade ein bisschen hier unten gelandet. So, ich habe eben schon darüber geschwärmt, wie schön das hier doch ist, dass das alles so gewohnt und toll und was weiß ich nicht alles ist. Ich komme hier trotzdem nicht hoch. Oh, bitte, bitte, ich möchte hier doch nur hoch. Ich möchte auch nur da hoch. Wie komme ich bitte zurück zu meiner U-Bahn? Ach, alt, es springt. Oh, meine Güte, jetzt weiß ich das endlich. Oh, wie schön. Oh. So, hier ist nämlich alles sehr viel angenehmer als beim World of Subways 1. Ist sehr viel gewohnter, so. So. Na, hier, das sagte ich hier nämlich, das sind hier die seitlichen. Oh. Du kommst da jetzt nicht ruf? Dein Ernst?
Mensch, was bist du denn für einer? So, hier kommst du hier rein. Was ist denn das hier? Einmal raus ist immer raus, oder was? Komm ich von hier oben vorne auch ins Cockpit? Bitte komm ich von hier auch ins Cockpit. Ich höre was. Oder kommt schon die nächste U-Bahn? Können wir gleich uns hier mal anschauen, ne? So sieht das denn aus, wenn so eine U-Bahn hier einfährt? Wir sind sowieso hier mit dem Dings komplett am Arsch. Mit dem Zeitplan, also ist so schon mal egal. Wir wollen ja jetzt erstmal langsam reinfinden. Hier kann man auf jeden Fall schon mal, ich weiß nicht, ob man das halt eben, ob das jetzt aufgenommen wurde, deshalb hier, ne, hier kann man auf jeden Fall schon mal ins Menü gehen, das ist das Schöne. Das wissen wir schon mal. So, und ich muss hier irgendwie reinkommen. Irgendwie muss gehen. Was kann, mag ich da irgendwie aus Versehen umgestellt haben? Was habe ich hier nicht reinkommen? Oh meine Güte, ey. Nein, jetzt stecke ich auch noch hier zwischen. Oh, ich glaube das nicht. Nein. Hilfe. Ich habe noch nie in einer U-Bahn festgesteckt. Bist du da unten? Oh nee, jetzt komme ich ja auch noch. Hier komme ich auch nicht durch. Na gut. Na gut. Wenn nicht so, dann eben anders. Dann müssen wir tatsächlich nochmal neu starten. Leider. Beenden, ja. Okay. Macht's nochmal neu. Fahrt starten. Fahrplan erstellen. Ja. Ja. Zugwahl, der alte Zug, ja. Oh ja, da sind wir in unserer schönen Berliner U-Bahn. So, ja, na bitte, geht doch. Licht an und auch im Fahrgastraum Licht an. Kann ich das irgendwie sehen irgendwo wenigstens? Nee. Okay, aber ich hoffe, es ist hier. Ich sehe hier kein Licht. Und jetzt ist hier Licht. Okay. Licht im Fahrgastraum ist an. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns jetzt mal hier an. Das ist das Ding. Das Ding, ja. Gut. Die wollen wir mal kurz einstellen. Und zwar wir fahren dahin, ne? Glaube ich. Ich hoffe es. So, dass es richtig war. Das machen wir wieder aus. So, okay. Waren die Türen auf oder zu? Türen sind zu, gut. Und wir müssen eigentlich los, um... Keine Ahnung, wann ich... Achso, Abfahrt. 12. Nur 12, okay. Dann ist ja gut, 0:12, das ist noch nicht. Kann ich ja noch ein bisschen ausprobieren. Bremse. Sehe ich die hier irgendwo? Ich sehe hier gerade nicht, was mit der Bremse ist. Da jetzt was passiert. Eigentlich war das hier doch die. Aha. Meine Güte. Türen links. Türen rechts. Türen zu. Zug nach Rudo. Einsteigen bitte. Aha. Okay. Das ist 6. Keine Ahnung. Rathaus Spandau.
Übergang zur S-Bahn. Sehr schön. Das kommt mir bekannt vor. Das ist schön. Ausstieg links. Ausstieg rechts. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. So gefällt mir das. Scheibenwischer gehen. Auch hoffentlich wieder aus. Hilfe! Den Scheibenwischer wieder aus. Hilfe! Okay. Optionen. Steuerung. Die Geschwindigkeit finde ich gut. Ach, ich muss erstmal die. Ja. Ach, P ist die Beleuchtung am Motorrad, dann kann ich auch die Beleuchtung hier wieder ausmachen. Was war eigentlich 6 jetzt? Zurückbleiben bitte kann ich nicht sagen. Warum kann ich nicht zurückbleiben bitte sagen? Achso, da geht es auch noch aus. Okay. Komma und Punkt. Oh Gott. Funkspruch, hahaha. Okay, probieren wir es mit der Leertaste, um überhaupt erstmal. Haha! Tot mein Knopf. Scheibenwischer aus. Sehr schön. Keine Ahnung, was die jetzt bringt. Aber eine Sache weiß ich. Nicht, wie das mit der Bremse ist. Bin ich doof? So geht das noch nicht. Okay. Auch das kriegen wir noch hin. Wie war denn das jetzt mit der Bremse? Irgendwas heranziehen, Tabulator. Fahrsperre ist cool. Sag mal überhaupt nicht. Achso, ich muss natürlich erstmal auch Richtungsschalter erstmal noch einlegen. Okay. Da ist meine Bremse. Die Bremse gibt es so gar nicht mehr. Scheinbar, okay. Ist das denn hier die Bremse? Das Tab. Ahnung. Okay. Auf jeden Fall ist das der Richtungsschalter. Meine Güte. Licht aus. Cockpit vielleicht an. Sehr schön. Hab ein bisschen Angst noch. Aber jetzt müssen wir los ran. Zug nach Rudo. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte geht nicht, okay. So nicht. Jetzt. Die Luft.
Und was passiert da? Aber nichts, das irgendwie mit Geschwindigkeit zu tun hätte. Oh. Ach du meine Güte. Die Bahn fährt! Die Bahn fährt! Helfer! Okay. Funktioniert das mit den 10 und 20 km/h? Nicht ganz so. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass ich irgendwas falsch mache. Nein, Mist. Hilfe. Was mache ich falsch? So, nochmal. So. Nein. Ich hab schon die erste Dings einfach überfahren, ey. Ich glaub das nicht. Das kann doch nicht sein hier. Altstadt Spandau. Machen wir es einfach so. Hilfe. Das. Ah, irgendwie so. Ich weiß noch nicht genau, wie das Ganze funktioniert, aber irgendwie so scheint es zu gehen. Ja. So. Türen links sind offen. Okay. Zug nach Rudo. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Das erscheint mir hier doch ganz vernünftig. Okay, ich glaube, ich krieg's gerade hin. Zwar mit extremer Verspätung sind wir hier am Start, aber macht ja nichts. Ich glaube, ich mache irgendwas ganz falsch mit dem Luftdruck, aber ich weiß auch nicht genau, was ich hier anders machen muss. Hilfe! So, das scheint zu funktionieren. So, hier ist es nämlich ganz anders mit der Geschwindigkeitsbegrenzung. Hier haut das auch einfach hin. Nein! Nein, 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 nein! Was Scheiße. Gott, peinlich. Egal. Zug nach Rudo. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Das hier ist die.
Okay, das Bild auf ab ist hier eigentlich im Prinzip die Geschwindigkeitsding so. Scheinbar mehr. Okay. Einer kann noch. Ja. Kann noch auf voll. Und hier muss ich mit dem Druck ausgleichen. Das ist einfach. Okay. Ich glaube, ich habe es verstanden, aber nicht. Ich weiß es auch nicht genau. Aber das hier finde ich irgendwie besser als das andere. Das hier verstehe ich. Aber hier ist auch nochmal anders, weil ne, es ist ähnlicher als hier bei uns in Hamburg. Und ich bin auch in Berlin schon mal U-Bahn gefahren, deshalb weiß ich irgendwie wenigstens. Hier weiß ich wenigstens, an welchen Stellen ich in welcher Reihenfolge irgendwie die Ansagen machen muss. Stopp, stehen bleiben. Ausstieg links. Das habe ich vorher auch vergessen. Zug nach Rudo. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. So, jetzt langsam fange ich an, es richtig zu machen. So, einen davor. Und langsam muss man hoch. Ja. So langsam kommt's. Sag mir hier was. Viel besser. Das ist so hier Berliner U-Bahn fahren, das kann ich. New Yorker U-Bahn habe ich ein Problem mit. So, voll beschleunigen. Zug nach Rudo. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Okay, weiter, so darf ich ihn nicht runter. Aber jetzt habe ich es endlich gerafft. So, einen zurück wieder. Und los geht's. Yes, man, ich kann U-Bahn fahren. So, World of Subways 2 hier. Berlin-Linie 7 macht wesentlich mehr Spaß, finde ich. Und ich muss nur kurz das Mikro ein bisschen hier. Ich habe das gerade voll vor meinem Kopf. So, jetzt kann ich mich auch wieder ein bisschen besser hinsetzen für den Nacken. Und los geht's. Volle Power. Wenn man das so als U-Bahn-Fahrer in Deutschland macht. Ach, meine Fahrgäste werden mir dankbar sein. Hier kriege ich das viel besser hin.
Zug nach Udo. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Okay, das ist das Aggregat hier irgendwie. Ich glaube, die Bremse darf nicht rot leuchten. Ich glaube, es darf dann nicht rot leuchten, aber sicher bin ich mir nicht. Auf jeden Fall ist das hier für mich viel logischer und eingängiger. So, da die nächste Haltestelle schon wieder wahrscheinlich gleich da drüben ist. Bin ich nicht gut. Ausstieg links. Wie soll ich das nochmal? Zug nach Udo. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Das kann ich, yeah. Ich meine, damit mit diesem Druckkrams da wahrscheinlich vergewaltige ich hier den Zug total. Aber es funktioniert wenigstens. Das macht mir irgendwie gleich hier wesentlich mehr Spaß. Das Teil hier. Scheiße. Nicht das Spiel beenden, bitte nicht das Spiel beenden. Dankeschön. Zug nach Udo. Einsteigen bitte. So Mist, jetzt habe ich ein Problem, weil... Zurückbleiben bitte. Jetzt muss ich mal kurz schauen, ob ich irgendwie zurückfahren kann. Kann ich zurückfahren? Geht das? Kann ich ganz vorsichtig ein Stück zurückfahren? Ja, kann ich. Ich muss sehen, welche Farbe das Signal hat. Schön ist nicht, aber... So. Achso, geht das. Entschuldigung, ich wollte den Zug nicht kaputt machen. Okay. Jetzt kann's losgehen. Tut mir alles sehr leid. Sorry. Sorry, liebe Leute. Das ist ein bisschen schwierig hier mit den alten U-Bahnen. Bitte kein rotes Signal, das ist... Achso, das gilt nicht uns, okay. Na dann, wenn das nicht mir gilt, dann kann es ja losgehen. Zum Metrobus.
Ausstieg links. Zug nach Rudo. Einsteigen bitte. Ah, ich weiß, ich bin viel zu spät, aber scheiß drauf. Zurückbleiben bitte. Wenigstens habe ich sie auf Anhieb hingekriegt. Solange es noch grün ist, lieber schnell losfahren. Hochbeschleunigen. Juhu! Ich feier das so. Das ist so genial. Keine Fahrgäste, warum habe ich keine Fahrgäste? Das macht mir Sorge. Ich sollte eigentlich Fahrgäste haben. Zug nach Rudo. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Oh Gott. Irgendwas mache ich hier noch falsch. Aber wenigstens habe ich es gleich beim ersten Mal mit dem Fahren vernünftig hingekriegt hier. Nein. Zug nach Rudo. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Das ist so. Ah, schön, so ein Zugsimulator. Also, ne, und hier gibt es halt auch eben nicht so eine engen Kurven, dass da alles, dass man da immer die Gefahr läuft zu entgleisen. Oh, da sind wir schon. Ah ne, das ist nicht das Ende. Das war ja eine andere Strecke, Richard-Wagner-Platz. Entschuldigung. Ausstieg links. Frag mich gerade, ob ich hier schon mal war.
So, das hat doch jetzt mal geklappt hier. Sehr schön. Nun muss man das machen. Zug nach Rudel. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Was ich hier auch richtig schön authentisch finde, so ist das wirklich in Berlin bei den, also auch in Hamburg eigentlich bei den alten U-Bahnen immer, ohne Witz. Ausstieg links. Diese Nummer, dass man hier die Durchsage während der Fahrt überhaupt nicht versteht, ne? Das ist. Zug nach Rudow, einsteigen bitte. Das ist wirklich extrem realistisch. Bleiben bitte. Das läuft wirklich genauso und nicht anders. Das war mal perfekt gehalten. Ich steh drauf. Zug nach Rudow. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Da. Nein. Schön. Einfach schön. Funktioniert gut. Bin zwar schon 6 Minuten zu spät, aber das macht ja nichts. Dieses Geräusch von den U-Bahnen. Ne? Das ist voll lustig, wie unterschiedlich das doch ist. Hätte ich niemals gedacht da, ne, mit New York und hier Berlin, ne? Das Ding ist, auch das Geräusch an sich von den U-Bahnen ist ein ganz anderes. Ausstieg links. Mist. Passt das noch? Ja, passt noch. Fahrgäste sind zwar, tun mir zwar ein bisschen leid, aber. Zug nach Rudow. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Los soll's gehen. Hallo? Was muss denn hier noch pumpen? Hallo? Oh, die Türen waren noch nicht zu. Ups. Das ist natürlich kein Wunder, dass er dann nicht will. Peinlich. Juhu! Und wieder erstmal auf Hochtouren kommen.
Endgeschwindigkeit erreicht. Konstanze Straße. Schön. Ausstieg links. Nein, nicht so weit. Hab ich aufgepasst. Zug nach Rudo. Einsteigen bitte. Veganer. Na gut. Zurückbleiben bitte. Dann nehme ich. Und los geht's. Also es ist hier doch einfach viel schöner als diese blöden Geschwindigkeitsbegrenzungen da in New York. Viel toller. Juhu! Ausstieg links. Zug nach Rudo. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Nein, wollte ich gar nicht. Dieser Kompressor da, ne? Da muss ich irgendwie noch dran arbeiten. Angekommen, mal da ist gut die Ansage zu machen. Lissestraße. Juhu. Man weiß immer nicht, was man sagen soll die ganze Zeit. Ausstieg links. Sind denn die Dinger hier auch richtig, die... Nee. Wie keiner da rausschauen will. Zug nach Rudo. Einsteigen bitte. Einsteigen! Kann man einsteigen? Zurückbleiben bitte. Das, der einzige Unterschied zur Realität ist, dass heutzutage auch die alten U-Bahnen, sowohl in Berlin wie auch in Hamburg, wie auch, glaube ich, sonst wo in Deutschland, piepen, während die Türen zugehen. Zug nach Rudo. Einsteigen bitte. Will keiner? Zurückbleiben bitte.
Ja, reg dich ab, du Kompressor. Hier kann man die Geschwindigkeit gar nicht übertreten. Das gilt für den meisten Sachen bei uns in Deutschland so. Die meisten Fahrzeuge und so werden, glaube ich, so gebaut. Also für so, ne, sowas wie U-Bahn und Busse und so, die werden eigentlich so gebaut, dass sie eigentlich auch nicht viel schneller fahren können, als sie sollen. Fuck. Nein. Das kann ich wohl mal vergessen, ne? Wenn das mal nicht peinlich ist. Hallo. Zug nach Rudo. Einsteigen bitte. Türen sind auf. Ah, hat es irgendwie abgestürzt. Na gut. Schade eigentlich, aber hey, das war jetzt erstmal Nord of Subways 2 und boah, das hat mir schon mal gefallen. Bis dann. Tschüss.